Und damit recht herzlich willkommen zu einem Weihnachtstutorial hier auf meinem Kanal. Wir fliegen heute im Airbus A330-200 von Jar Design. Und zwar heute mal für das Tutorial einen etwas längeren Flug. Heute geht es nämlich von London nach Dubai. Für eine kürzere Strecke lohnt sich der Flieger jetzt nicht wirklich. Außerdem kann ich so noch ein paar Flugstunden auf Volanta sammeln. Wir gucken uns heute den Airbus A330-200 an. Ist jetzt nach dem A321 der nächste Flieger. Und der Flieger ist im Cold and Dark. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an. Und dann gucken wir mal, dass wir den Flieger angeschaltet bekommen. Als allererstes geht es ins Overhead Panel. Um den Flieger hochzufahren, brauchen wir natürlich Strom. Das bedeutet, wir schalten Batterie 1 und 2 an. So, die APU, Battery kann man auch einschalten. Die APU kann man auch gleich hochfahren. Das APU Bleed ein, Pure Open Window Heat. Navigationssysteme gehen auf Nav. Na komm, so. Dann schalten wir das Strobe Light auf Auto, Wing Light an, Navigation and Logo Light an. Das kommt auf Dim. Emergency Light geht auf Armed. Dann machen wir den so, den Hebel. Die Packs sind eingeschalten. Schalten wir noch die 4 Fuel Pumps an. Und dann ist der Flieger so fast eigentlich so gut wie fertig. So, dann geht es jetzt hier an die Seite. Und da machen wir jetzt einfach alle Kippschalter nach oben. Das gleiche auch auf der anderen Seite. So. Hier im mittleren Panel schalten wir das Radio an. Drehen die Lichter hoch. Schalten das System auf 1. Wax and Turb. Hier die zwei Regler oben und unten an und den auf TAA, aber wie gesagt, das ist normalerweise erst kurz vor der Bahn. Jetzt können wir ins FMC gehen. Und da können wir erstmal unsere Co-Route eingeben, die wir für diesen Flieger erstellt haben. Und zwar ist das die EGLL OMDB01 beziehungsweise ohne 01. Das passt. Kann man auf Align IRS drücken. Ihr seht jetzt, da braucht es hier noch 8 Minuten. Ansonsten dann die Flight Number ist die Thomas Cook. Tri Alpha Charlie. Kostindex 120. Cruising Flight Level 390. Also kann man auch 39.000 eintragen. Das geht sogar gar nicht. Also 390. So. Gehen wir ins Menü zurück. Load und Fuel. Ground Handling. Und da haben wir uns jetzt ran.
den Loader, die Stairs können wir noch anpacken. Catering und Fuel. Kann man mal sagen, Drive Up. Damit wird das jetzt alles geladen und stellt sich jetzt auch gleich an den Flieger ran. So. Dann. Müssen wir jetzt auf. Gut, die Doors werden jetzt automatisch geöffnet, die Türen. So, und jetzt warten wir noch schnell, bis der Fuel Truck rangefahren ist. Und dann können wir nämlich auch gleich damit beginnen, den Flieger jetzt zu beladen. Eigentlich müsste der Fuel Truck schon längst. Ach, da ist er ja. Hier unten ist das Feld. So. Für den heutigen Flug haben wir 45 Tonnen Treibstoff an Bord. Einfach hier so lange drücken, bis eure gewünschte Treibstoffmenge eingetragen ist. Ich habe 45 Tonnen. Dann gehe ich auf Refuel und ihr seht, der Flieger wird jetzt mit Treibstoff betankt. Und ihr seht auch hier Fuel in Kilogramm und auch hier, wie sich alles verschiebt. Kann ja hier mal ganz kurz gucken. Traffic Global einmal abschalte. Ja. Gut. Okay, Traffic Global hat jetzt bei mir die ganzen FPS gerade gefressen. So. Ihr seht, 45 Tonnen sind im Flugzeug geladen. Jetzt können wir uns gleich an den Rest machen. Und zwar haben wir folgende Werte eingetragen. Wir haben Passagiere 275. So, muss ich kurz gucken. 275. Okay, gut. Die Passagiere haben wir jetzt 100, haben wir jetzt 230 drin. Das reicht sogar. Mehr brauchen wir gar nicht. So. Dann Cargo ist bei 0. Alle 5 Cargo-Kabinen oder Bereiche sind mit 0 Cargo beladen. Dann als nächstes, unser Zero Fuel Weight liegt bei 152,9. Wir sind jetzt bei 143. Gut, wir haben weniger Passagiere mit als geplant. Das ist auch der Grund dafür, dass wir jetzt leichter sind. Gut. Dann können wir zurück ins Cockpit gehen und ins FMC. Und gehen auf die Init-Page zurück mit dem Pfeil zur Seite. Und dann tragen wir unser Zero Fuel mit ein, indem wir einfach hier drauf drücken. Und unser Block Fuel, mit dem wir einfach hier drauf drücken. So. Dann gehen wir gleich in die Performance-Page und lassen das alles gleich offen, was ihr hier gerade seht. Denn wir müssen jetzt unsere Werte eingeben. Wir starten mit Flaps 1. Einfach drauf drücken. Nur ab 3.4. Stimmt auch. Flex Temperature ist F45. Stimmt auch. Dann drücken wir jetzt auf ACC. Hier auch auf ACC. Und dann auf V1, V-Rotate und V2. Die Approach Phase machen wir dann kurz vorm Anflug, weil bis Dubai haben wir jetzt ca. 7 Stunden Flug vor uns. Dann geht es jetzt zurück. Erstmal ins Menü, da kann man nämlich erstmal wieder alles wegmachen. Ground Handling. Kann man auch alles wegmachen. Türen. Kann man alle wieder schließen. Okay, das ist halt sowas, was manchmal noch so ein bisschen verbuggt ist. Dass du den Fuel Truck nachher dann nochmal rancallen musst.
damit er ranfährt und den Flieger nochmal belädt. Oh, und das Wetter hat gerade ganz schön umgeschlagen hier in London. So, genau, weil dann kriegt er manchmal teilweise dieses Fenster hier unten einfach nicht weg. Aber okay, wir machen erstmal weiter. Ansonsten haben wir das alles gemacht. Dann geht es jetzt auf die Flight Plan Page. EGLL Departure. Wir starten heute über die Runway 27 Right zum Punkt Maxit 1F. Maxi 1F, Non-Transition, Flight Plan und Insert. Und in Dubai landen wir auf der Bahn 30 links, ILS 30 links, via die WTAP 3 Delta. Transition, Flight Plan und Insert. Ihr seht, der hat jetzt sogar hier schon die Karte auch drauf. Und dann werden wir mal kurz umschalten und mal gucken, ob wir irgendwas haben. Auf Climb ist dort hinten. Sieht aber bis jetzt sogar genau, fliegt man dann an Dubai vorbei und dann eine Kehrtwende und dann auf die Bahn. Das sieht 1A perfekt aus. Jetzt packe ich mal schnell nochmal den Line, mach weg. Den Fuel Drug Drive Away. Dann müsste, jetzt ist auch das Fenster weg, jetzt kann man sagen Hide All. So, gut. Da drauf klicken, wieder auf Arc zurückstellen. Gut, wir steigen auf Flight Level 390. Das ist das höchste Flight Level, das wir heute haben. So, unser Q&H beträgt... ...1017. Das macht er gleich für beide Seiten, also müsst ihr es bloß einmal eindrehen. Dann kann man das Beacon Light einschalten. In unserer Checkliste gucken, hier ist alles set. Wie vor Start Checklist, dann können wir jetzt den Better Pushback anfordern. Ich muss nur kurz gucken, wo ist denn unsere Bahn? Das ist die 27 Right, ist das über die wir starten? Perfekt, das heißt... Na, wo ist denn mein Flugzeug da? Wir können uns so rum hier raus pushen lassen. Tow is driving up, okay. Ja, da stehen wir hier in London. Da ist ganz schön Bodennebel. Aber über den Wolken sieht es vom Wetter her schon sehr viel besser aus. Genau. Gut. Wow, was war das denn? Ach so. Ja, das ist so ein... cool. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Das ist so ein Feature bei... bei Xperialistic. Dass dein Pilot manchmal niesen muss. Das ist schon echt... Das ist cool gemacht. Das habe ich jetzt ganz lange nicht mehr gehabt. Also, der ist jetzt auf jeden Fall dabei zu connecten. Ihr seht auch, die Parking Brake ist set. Er hat mal hochgedrückt. Und jetzt können wir gleich. So connected and bypass pin inserted.
So. Parkbremse ist gelöst. Okay, das werden wir auch tun. Die Engines starten. Wir gehen mal ins Cockpit. Achten auf unsere Mittelkonsole. Die Ignition geht auf Start. Wir starten Engine Number 2. Starting Engine 2. So. Das Engine fährt hoch, beziehungsweise ist schon hochgefahren, dann können wir jetzt die 1 starten. Starting Engine 1. So, die Engines laufen. Ihr seht, die Engines sind stabil. Sie sind am Laufen. Das heißt, wir können uns jetzt um unsere letzten Checklistenteile kümmern. Das heißt, wir gucken jetzt hier ins E-Cam und sehen, okay, Spoiler sind noch nicht gearmt. Jetzt sind sie gearmt. Die Flaps gehen auf Takeoff. Flaps 1. Check. Auto Brake. Max. Brake fahren an und ihr seht, Takeoff Configuration ist normal. Also alles okay. Hier wird noch die Ignition angezeigt. Die stellen wir wieder zurück auf Normal. Und somit ist jetzt auch das E-Cam vollständig ausgefüllt. Operation complete. Set parking brake. Park brake on. Disconnecting tow. Standby. Disconnecting tow. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Dankeschön. Damit ist er weg und wir können jetzt uns um den Taxi und den Takeoff kümmern. Das machen wir aber im nächsten Teil des Tutorials. Bis dahin, ciao.